Die Haut ist der Ort, an dem man den Schmerz im Verbrennungsfall spürt. Sobald die Haut verbrannt ist, wird kein Schmerz mehr empfunden. Deshalb bestraft Gott die Ungläubigen am Tag der Auferstehung damit, indem er ihnen immer wieder eine neue Haut erschafft, wie Gott der Erhabene im folgenden Koranvers sagt. Diejenigen, die den Glauben an unsere Zeichen verweigern, werden wir in einem Feuer brennen lassen. Jedes Mal, wenn ihre Häute durchgekocht sind, wechseln wir sie für andere Häute aus, damit sie die Strafe Allahs schmecken. Und so führten wir ihm eine Anzahl von Koranversen und Aussprüchen des Propheten Mohammed vor und fragten ihn darauf hin, ob es möglich sei, dass Mohammed dieses Wissen von einer menschlichen Quelle bekommen haben könnte, worauf er antwortete, nein, es ist nicht möglich, dass Mohammed dies von einer menschlichen Quelle bekommen hat. Aber ich möchte euch fragen, woher er dieses Wissen hat. Wir sagten ihm, von Gott, dem Erhabenen, worauf er uns fragte, und wer ist Gott? Wir antworteten ihm, Gott ist der Schöpfer dieses Daseins. Und wenn Sie die Weisheit sehen, so ist diese ein Hinweis auf Gott, den Allweisen. Und wenn Sie das Wissen betrachten, das in der Schöpfung dieses Daseins steckt, so weist dies darauf hin, dass dies die Schöpfung Gottes, des Allwissenden ist. Und wenn Sie die Barmherzigkeit sehen, sind Sie Zeuge davon, dass dies die Schöpfung Gottes, des Barmherzigen ist, und so weiter. Und wenn Sie die einheitliche Ordnung und das vollkommene Zusammenwirken in diesem Dasein wahrnehmen, so zeigt Ihnen das, dass dies die Schöpfung des einzigen und alleinigen, des erhabenen Schöpfers ist. Er bestätigte das, was wir sagten, kehrte in sein Heimatland zurück und hielt eine Anzahl von Vorträgen zu diesem Thema. Ich habe erfahren, dass 5 seiner Studenten danach den Islam angenommen haben. Schließlich kam der Termin des 8. Saudi-Arabischen Medizinischen Kongresses. Im großen Hörsaal, der für das Thema das wissenschaftliche Wunder des Koran und der Aussprüche des Propheten Mohammed bestimmt war, hörten 4 Tage lang muslimische und nicht-muslimische Dozenten Vorträge zu diesem Thema und diskutierten das Phänomen des wissenschaftlichen Wunders im Koran und in den Aussprüchen des Propheten Mohammed. Zum Abschluss dieser Veranstaltung stand Professor Tajatajasung auf und sagte, in den letzten 3 Jahren wurde mein Interesse für den Koran geweckt, den ich von Scheich Abdul Majid Azindani bekommen habe. Scheich Azindani gab mir Unterlagen über Vorträge von Professor Keith Elmore und bat mich, diese in die thailändische Sprache zu übersetzen und für die Muslime in Thailand einige Vorträge darüber zu halten. Ich entsprach seiner Bitte. Sie können die Ergebnisse meiner Untersuchungen auf einem Videofilm sehen, den ich ihm gegeben habe. Ich möchte darauf hinaus zu sagen, dass ich glaube, dass alles, was im Koran seit 1400 Jahren geschrieben ist, ohne Zweifel richtig ist. Und dass dieses Wissen nicht auf wissenschaftlichem Wege erlangt werden konnte, da der Prophet Mohammed weder lesen noch schreiben konnte. Deshalb muss der Prophet Mohammed ein Gesandter gewesen sein, der gekommen ist, um die Wahrheit zu verkünden. Diese wurde zu ihm auf dem Weg der Offenbarung gesandt, von einem Schöpfer, der über alles Bescheid weiß. Dieser Schöpfer ist ohne Zweifel Gott, beziehungsweise Allah. Und deshalb glaube ich, dass die Zeit gekommen ist, Folgendes zu sagen. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Das heißt, ich bezeuge, dass es keinen Gott außer dem einzigen Gott gibt und dass Muhammad der Gesandte Gottes ist. Zum Schluss möchte ich mich dafür bedanken, dass ich mit so großen Wissenschaftlern diskutieren durfte und auch für die Vorträge, deren Vorbereitung bestimmt viel Mühe gekostet hat. Ich habe am meisten dem wissenschaftlichen Aspekt meiner Beachtung geschenkt. Vor allem aber möchte ich mich dafür bedanken,
dass mir Gelegenheit gegeben wurde, neue Freundschaften zu knüpfen. Das Wertvollste für mich ist jedoch, dass ich den Glauben an es gibt keinen Gott, außer den einzigen Gott, Mohammed ist der Gesandte Gottes, angenommen habe und Muslim geworden bin. Und Gott hat die Wahrheit gesprochen, die mir im Koran sagt, und sprich, gepriesen sei Gott. Er wird euch sein Zeichen zeigen und ihr werdet sie erkennen. Bismillahirrahmanirrahim. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم. Zur damaligen Zeit war es nicht möglich, viele der Dinge, die im Koran erwähnt werden, nachzuweisen. Die heutigen wissenschaftlichen Möglichkeiten erlauben es jedoch, das, was Mohammed vor 1400 Jahren gesagt hat, nachzuweisen. Dies ist Professor Alfred Kroner, einer der bekanntesten Geologen der Welt. Er ist unter den Wissenschaftlern bekannt dafür, dass er die Theorien, die große Wissenschaftler auf seinem Gebiet aufgestellt haben, kritisch unter die Lupe nimmt. Wir trafen uns mit ihm und legten ihm einige Koranverse und Aussprüche des Propheten Mohammed vor. Er studierte sie, gab einen Kommentar darüber ab und wir diskutierten mit ihm darüber. Er sagte, ich habe über viele dieser Fragen nachgedacht und wenn man bedenkt, woher Mohammed kommt, er war letztlich ein Beduine, dass es ziemlich unmöglich ist, dass Mohammed von Dingen wie dem Ursprung des Universums gewusst haben kann, da die Wissenschaftler diese Tatsache erst in den letzten Jahren mit äußerst komplizierten wissenschaftlichen Methoden herausgefunden haben. Dies ist eine Tatsache. Professor Kroner wählte als Beispiel, welches darauf hinweist, dass der Koran unmöglich von Mohammed, der des Lesens und Schreibens unkundig war, selbst stammen kann, folgendes. Es handelt sich um die koranische Beschreibung des aus einem entstandenen Universums. Der folgende Koranvers beschreibt dies. Und sehen nicht diejenigen, die den Glauben verweigern, dass die Himmel und die Erde beide etwas Zusammenhängendes waren. Dann haben wir sie beide zertrennt und wir haben aus dem Wasser jedes lebendige Ding gemacht. Über den Versteil, dass die Himmel und die Erde beide etwas Zusammenhängendes waren, dann haben wir sie beide zertrennt, sagten die Koran-Kommentatoren Mujahid, Ibn Abbas und andere. Dies bedeutet, sie hingen einander oder waren zusammengeklebt, woraufhin sie getrennt wurden. Mujahid und Ibn Abbas lebten etwa zur Zeit des Propheten. Professor Kroner nahm diesen Koranvers, um zu illustrieren, dass dies nicht von Mohammed stammen kann und dass es nicht möglich ist, dass dies die Menschen seiner Zeit gewusst haben. Jemand, der vor 1400 Jahren gelebt hat und der nichts über die Atomphysik weiß, für den ist es meiner Meinung nach nicht möglich, verstandesmäßig zu einer Erkenntnis wie der zu kommen, dass die Himmel und die Erde denselben Ursprung haben oder eine der vielen anderen Dinge, die wir hier diskutiert haben. Professor Kroner hat uns während der Diskussion nichts geschenkt. Er hat überall dort Ausflüchte gefunden, wo sich eine Gelegenheit bot. Als Beispiel hierfür möchte ich erwähnen, wie wir über den damaligen Zustand Arabiens diskutierten. Wir fragten ihn, ob es in Arabien Gärten und Flüsse gab, worauf er antwortete, ja. Worauf wir fragten, wann das gewesen sei. Er antwortete, in der Eiszeit, die die Erde durchgemacht hat. Damals türmte sich das Eis am Nordpol auf und dehnte sich in Richtung Südpol aus. Als es in die Nähe der arabischen Halbinsel kam, in relativer Nähe natürlich, änderte sich das Klima und Arabien wurde zu einem der Gärten, Flüsse und niederschlagreichsten Länder der Erde. Wir fragten ihn, ob es in der Zukunft in Arabien wieder so werden wird, worauf er antwortete, ja, dies ist eine wissenschaftliche Tatsache. Wir wunderten uns, wie er sagen konnte, dass dies eine wissenschaftliche Tatsache ist, wo dies doch eine Angelegenheit ist, die mit der Zukunft zu tun hat. Wir fragten ihn, weshalb. Er sagte, weil die neue Eiszeit bereits begonnen hat.
Die Eismassen nehmen zum wiederholten Mal ihren Weg vom Nordpol zum Südpol, um auf ihrem Weg an den Stellen nahe der arabischen Länder vorbeizukommen. Dann sagte er, zu unseren Hinweisen dafür gehören die Schneestürme, von denen Sie hören, die alljährlich die nördlichen Städte Europas und Amerikas heimsuchen. Diese gehören zu den Hinweisen, die die Wissenschaftler haben, und sie haben noch zahlreiche andere. Dies ist eine wissenschaftliche Tatsache. Wir sagten ihm, zu dem, was Sie erwähnen, sind die Wissenschaftler erst nach einer langen Reihe von Entdeckungen gekommen, die sie mit Hilfe von sehr genauen Instrumenten gemacht haben, die ihnen solche Studien erleichtert haben. Wir haben aber gefunden, dass Mohammed, der Prophet, der weder lesen noch schreiben konnte, dies vor 1400 Jahren erwähnt hat. In einem Ausspruch des Propheten, Gottes Segen und Heil sein mit ihm, den der Hadith-gelehrte Muslim überliefert hat, heißt es, die Stunde, das heißt der Tag der Auferstehung, wird nicht hereinbrechen, bevor das Land der Araber nicht wieder zu einem Land voll von Gärten und Flüssen geworden ist.